Die Gerste vom Acker, der Winterraps seit dem 2. August-Wochenende ebenso. Die Ackerflächen der Agrargenossenschaft Weißenschirmbach in Klein-Eichstätt werden leerer. Seit dem 8. August mähen die drei Drescher des Betriebes an den rund 800 Hektar Winterweizen. Beim Drusch am Montag kam noch ein viertes Modell dazu. Ja, die Ernte ist in vollem Gange. Wir haben heute noch einen Versuchsmitdrescher bei uns. Dadurch sind wir mit Leuten sehr eng besattelt. Und dadurch fahre ich auch selbst heute mit an. Oder fahre ich selbst mit heute mit. Das ist ein Vorführer von der Firma Kees, die ein Raupenlaufwerk dran haben, was für uns für die Zukunft dann interessant ist. Wenn wir zwei Meter schon tauschen, dann wollen wir einen mit Raupenlaufwerk oder beide mit Raupenlaufwerk haben, damit wir bodendruckmäßig einiges für den Boden tun. Die Erträge bei der Wintergerste waren im Vergleich zu anderen Jahren unterdurchschnittlich. Der Raps brachte mit einem Mittel von 47 Dezitonnen je Hektar einen Spitzenertrag auf den Flächen der Agrargenossenschaft. Auch die ersten Weizenflächen lassen auf einen guten Gesamtertrag hoffen. Die Erntekette muss bei drei arbeitenden Mähdreschern wie geschmiert laufen. Ein Teil wird dabei auf dem Betriebsgelände gelagert. Rund 800 Tonnen werden direkt an die GEKRA Getreide- und Kraftfutter GmbH im benachbarten Rheinsdorf geliefert. Ein Teil des Strohs bleibt auf dem Acker, viel wird aber auch auf dem Betrieb verwendet. Also insgesamt Gerstenstroh wurden bis jetzt 1.185 gepresst. Vorige Woche haben wir Luzerne mit 135 und wir planen jetzt noch den Weizen mit 1.300 bis 1.500 Bündel. Insgesamt kommen wir dann auf 2.500 Bündel, also 2.500 Bündel im Jahr. Aber was hast du dann da jetzt zur Erntespitze, so für Arbeitszeiten? Wie lange bist du da draußen? Unterschiedlich, ist wetterabhängig. Gestern waren wir bis 11:30. Heute könnte es wieder länger gehen, wenn es nicht regnet. Wir hoffen, dass es nicht regnet, dass wir alles abkriegen. Und vorige Woche war auch schon, ging so mal bis Mainz. Der Wunsch nach gutem Wetter blieb am Montag ein frommer. Gegen 16 Uhr fallen die ersten Tropfen. Ein Weiterdreschen ist nicht möglich. Da muss es schnell gehen, um den bereits geernteten Weizen ins Trockene zu bringen. Ja, es hat einen kurzen Schauer gegeben von 1-2 mm. Und wir haben ja auch relativ bewölktes Wetter heute. In demzufolge ist Schluss, Feierabend. Die betriebseigenen Lagerhallen bieten Platz für rund 3000 Tonnen Getreide. Dadurch können auch preisliche Täler etwas abgepasst werden. Bei der Vermarktung fährt die AG Weißenschirmbach eine klare Linie. Wir handeln im Allgemeinen nicht mit mehr als drei Händlern. Das ist erstmal eine Grundlage, dass man sich nicht so sehr verstrickt. Mit den Händlern haben wir seit Jahren gute Kontakte, gute Beziehungen. Und demzufolge ist auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Wir schauen ständig das ganze Jahr über auf die Märkte, wo bewegt sich was. Versuchen Kontrakte zu schließen, wo wir dann im Dezember, Januar, Februar oder vielleicht schon im Oktober vorher schon was machen, um das Preisgebilde quer abzufangen. Derjenige, der behauptet, der immer die Spitze erreicht, glaube ich, ist nicht. Aber wir wollen auch nicht das Tal erreichen, sodass man so einen Querschnitt eigentlich immer relativ gut läuft damit. Funktionierende Ernteketten, die Vermarktung auf mehrere Beine stellen. In Klein-Eichstätt hat man sich sowohl auf Wetter als auch auf preisliche Überraschungen eingestellt.